Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal vielen Dank an reduro.de fürs Bereitstellen dieses Messers zum Testen. Ja, das ist das TechForce Rainbow. Dieses kostet auf reduro.de 14,99 €. Ein super Preis, muss ich echt sagen. Kostete mal 23,95 €. Und ja, also für 15 Euro kann man sicherlich nichts falsch machen. Die klassische Verpackung hier, TechForce. Ja, nichts Besonderes, aber darum geht es ja auch nicht. Hier ist das Messer. Richtig, richtig schickes Ding. Als ich es ausgepackt habe, war ich schon begeistert. Ich habe ja bereits einen Butterfly Flaschenöffner und mal ein anderes Messer von Böker in diesem Design getestet. Das von Böker würde ich euch als Alternative verlinken in der Beschreibung, wenn ihr Amazon zum Kaufen bevorzugt. Aber das ist auch schön hier. Die Form macht es wirklich besonders. Das gibt es ja noch in Schwarz. Müsst ihr mal auf der Seite gucken. Aber hier, das ist echt was Besonderes. Ist jetzt nicht richtig poliert, hier sind ein paar Fingerabdrücke von mir, aber ich glaube, es kommt doch gut zur Geltung. Einfach nur schön, dieser Lack. Oder wie man es bezeichnet. Ja, der Clip ist sehr fest. Wirklich sehr, sehr fest. Gibt es ja immer viele Messer, die ja, unfassbar feste Clips haben. Ich reg mich aber nicht mehr drüber auf, weil ich den Clip sowieso nicht verwende. Also ist ja auch egal. Aber er ist schön flach und macht das Messer nicht zu dick. Einfach ein sehr schönes Messer, was gut in der Hand zu halten ist. Vor allem hier durch dieses AK-47 Design ungefähr, das ja so sein soll, würde ich mal vermuten. Liegt es auch sehr gut in der Hand. Vor allem wenn es ausgeklappt ist, stört ja die Klinge nicht mehr an den Stellen. Und man kann es wirklich hervorragend greifen. Da verrutscht definitiv nichts und man kann richtig Kraft aufwenden. Sehr, sehr schön. So sieht es nochmal aus. Ja. Und es ist auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet. 15 Euro kostet das. Also ich meine, auch selbst wenn ich das irgendwie in Tschechien oder Polen sowas in der Art auf dem Markt kaufe, kostet das mehr. Und ich muss sagen, das hat wirklich eine gute Qualität. Die Klinge ist das nächste. Einfach nur perfekt. So, die Schneide mag ich vom Design sowieso. Also genauso wie das sein muss. Dann oben nochmal diese Riffelung. Sieht richtig krass aus damit. Also ja, auf der Seite ist sie eher rau, auf der ist sie etwas glatter. Kann man noch Fische entschuppen oder irgendwas raspeln etc. Das ist immer praktisch. Und dann eben noch so zur Zierde hier die Bohrungen. Aber sehr schön. Sehr spitz auch. Und ja, sehr scharf. Gucken wir uns gleich mal an. Ja. Diese beiden Auswölbungen. Hier in der Mitte ist es festgestellt. Man muss sozusagen zur Seite drücken, um die Klinge wieder reinzubekommen. Ja, so viel zur Optik. Als es ankam, war die Schraube ziemlich festgestellt. Und die Funktion als Springmesser hat es nicht wirklich erfüllt. Ich habe sie etwas losgezogen, dann wieder etwas fester und eben den Punkt gesucht, der perfekt ist mit einem Imbusschlüssel klassisch. Funktioniert hervorragend. Und da kann man sich dann genau auswählen, wie leichtgängig es sein soll. Dieses Messer ist ja federunterstützt, das erkennt man meistens daran, dass hier so ein Ding ist, wo man einfach mit dem Zeigefinger sozusagen drauf drückt und dann springt die Klinge raus. So muss das sein. Es ist einfach nur perfekt. Ist richtig schön. Macht Spaß damit rumzuspielen. Das Geräusch ist geil. Und es wackelt nichts. Es wackelt einfach nichts. Wenn ich einfach dran denke, dass dieses Messer so 15 Euro kostet, da denke ich mir wirklich, da frage ich mich einfach, warum gibt man mehr für sowas aus? Ich meine, sowas muss ja nicht viel aushalten, sowas muss nicht tagelang in der Nässe sein, Holzsägen oder so ein Zeug, das ist eher was zur Zierde oder irgendwie cool zu sein von den Kumpels, keine Ahnung. Einfach ein richtig, richtig cooles Messer. Hier steht es noch TechForce Speedster Model. Und hier Tactical Line. Das ist das Modell TF-38 440er Stainless Steel aus den USA, also in den USA ist es designed und made in China. Dazu muss ich nochmal sagen, made in China, damit es nicht schlecht rüberkommt. Eigentlich wird alles in China hergestellt. Messer von Böker, Messer von was auch immer, außer Victorinox oder sowas, was jetzt wirklich explizit aus der Schweiz kommt, wo man dann aber auch mal ein paar Euro mehr bezahlen muss, obwohl man nie wirklich mehr bekommt. Sind halt Messer sind im Prinzip nur ein paar Metallteile, die zusammengefügt werden. Wo das geschieht, ist doch absolut egal. Ja, ist jedenfalls wirklich ein schönes Stück.
macht einfach Spaß, es anzusehen. Ist auch was Schönes für Sammler. Und hält sich wirklich perfekt in der Hand. Von der Haptik her und von der Größe her. Es ist relativ groß, weil es so eine richtig schöne Klinge hat. Man denkt gar nicht, wenn das jetzt so aussieht, dass so eine riesen Klinge nach Hause kommt. Ist einfach nur geil. Ja. Gucken wir uns mal an, wie scharf es ist. Sicherlich kann man das nachschärfen. Ich teste es jetzt so, wie es angekommen ist. Na, bin ich jetzt abgerutscht. Ihr seht es schon. So muss es sein. Super scharf. Da kann man sicherlich noch mehr rausholen, wenn man es fein schleift. Bin jetzt kein Freund von, weil ich ja nicht wirklich was davon habe. Ich finde es eher so cool, die zu sammeln. Und ja, ja, ein schönes Ding. Gucken wir nochmal, wie es Pappe schneidet, zum Beispiel hier. Das ist der Karton, in dem die Messer geliefert wurden. Der ist ziemlich dick. Nehmen wir zum Vergleich so ein klassisches Kartonmesser. Das geht ungefähr genauso durch. Einfach hervorragend. Ja, sehr schick. Wenn man sticht, merkt man richtig auf der Rückseite der Klinge, dass es einfach zerfetzt und auf der Innenseite gleitet es durch. Auch richtig brutal. Einfach nur ein richtig geiles, heftiges Messer. Vom Design her, von der Klinge her, einfach nur schön. Ich muss sagen, für 15 Euro, Leute, hier macht man nichts falsch. Und es ist ein Springmesser mit ordentlicher Klinge. Ich lasse noch ein paar Mal aufspringen. Einfach nur geil. Richtig schönes Gefühl. Kannst du mit einer Hand machen. So. Perfekt. So. Cool. Es macht einfach richtig Spaß, damit irgendwie zu flippen, was zu machen. Ja. Ich wüsste gar nicht, was ich da noch weiter erzählen sollte. Also für 15 Euro kriegt man nichts Besseres. Wem das Design nicht gefällt, ja. Wem es gefällt, also mir gefällt es auf jeden Fall, der ist hier sehr gut bedient. Nun, viel Spaß, wenn ihr euch holt und gebt mir doch ein Abo, wenn ihr mehr Videos sehen wollt von Messern und vielen anderen Dingen. Das ist euer Max Herzberg und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Tschüss!